Die Menschen lieben gute Geschichten und schöne Lieder. Der Prophet Jesaja hat in der Bibel beides zusammengebracht, um uns eine wunderbare Wahrheit über die Menschen Gottes, über das Volk Gottes zu skizzieren. Und genau das schauen wir uns jetzt an. In diesem Monat wollen wir uns mit der Gemeinde und dem Bild des Weinberges beschäftigen. Der Weinberg. Jesaja hat im 5. Kapitel dazu ein paar Verse geschrieben, um uns genau das vor Augen zu malen, wie Gott seine Gemeinde, sein Volk, seine Menschen mit einem Weinberg vergleicht. Und ich lese uns einfach mal die ersten 7 Verse. Jesaja schreibt: Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten oder fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte, doch er brachte schlechte Beeren. Und jetzt wechselt die Ich-Perspektive von Jesaja zu der Perspektive Gottes. Gott spricht jetzt in der Ich-Form. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüste machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Freude. Und er wartete auf Rechtsspruch. Und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Jesaja singt über seinen Freund, eine wunderschöne Beschreibung, und diese Beschreibung trifft auf Gott zu. Das können wir in Vers 7 lesen, denn er singt über einen Weinbergbesitzer, auf den Gärtner eines Weinbergs. Und dieser Gärtner ist Gott selber. Und er ist in dieser Beschreibung der Freund Jesajas, das Lied von seinem Liebsten und von seinem Weinberg. Dieser Liebste, Gott selber, lässt einen Weinberg bauen. Er selber baut diesen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er setzt einen Zaun drumherum. Er setzt einen Turm mitten rein, um von dort aus zum Beispiel Füchse zu beobachten, die den Weinberg umgraben wollen, damit er ihn schützen kann. Er nimmt die Steine aus dem Boden raus. Er säubert ihn von Steinen. Ganz, ganz viele Details werden hier beschrieben, um zu zeigen, wie sorgfältig und liebevoll dieser Weinbauer seinen Weinberg anlegt. Und dann bepflanzt er diesen Weinberg mit Edelreben, mit den besten Reben, die es gibt. Vers 7 löst uns auf, dass der Weingärtner eben Gott ist und dass der Weinberg selber sein Volk ist. Damals hat Jesaja das beschrieben, um zu zeigen, dass sein Volk sich von Gott abgewandt hat. Dass sie vergessen haben, auf ihn zu hören und ihn ignoriert haben, auf sein Wort ignoriert haben. Spannend ist, dass wir hier drin entdecken, was der Weinbauer die ganze Zeit macht, nachdem er alles hergerichtet hat und auf die Frucht wartet. Denn genau das tut er. Hier heißt es, er hoffte auf die Trauben. Er erwartete Frucht. Er erwartete von seinem Weinberg, von dem, was er liebte, wo er so viel reingesteckt hat. Er erwartete Frucht. Er erwartete etwas, was entspricht. Und zwar dem entsprach, was er da gesät hat und gebaut hat. Das Problem war aber, das Ergebnis war nicht das, was es hätte sein sollen. Denn es kam eben keine Frucht, es kamen schlechte Beeren hervor. Und mit schlechten Beeren kann man in dem Fall nichts anfangen. Und das ist unser Problem. Denn Vers 7 sagt uns, genau das sind wir. Genau wir bringen diese schlechten Beeren hervor. Genau das ist unser Problem. Man könnte sagen, wenn jemand zu Jesus gefunden hat, dann war er, bis dass Jesus in sein Leben gekommen ist, eine schlechte Beere, eine nutzlose Frucht, die man wegschmeißt, für die man keinen Bedarf hat. Und trotzdem steckt in diesem Lied ganz, ganz viel Hoffnung, denn wir haben einen Vater, der wartet. Das Problem aber ist diese schlechte Frucht. Und das ist der erste Punkt, wo wir sagen müssen, genau das müssen wir eingestehen.
Wir haben ihm nichts zu bringen. Wir sind schlechte Frucht. Wir sind eigentlich nutzlos. Und um jetzt irgendwie Hoffnung in diesem Lied und in dieser Geschichte zu finden, müssen wir ins Neue Testament schauen. Und wir finden in Matthäus 21 eine Geschichte, ein Gleichnis, welches Jesus erzählt. Und er beginnt das Gleichnis genauso wie Jesaja sein Lied begonnen hat. Nämlich, dass es einen Weingärtner gab, einen Besitzer. Und dieser baute einen Weinberg an und er setzte einen Zaun drumherum und er setzte eine Kelter hinein und er baute einen Turm. Also genau die Beschreibungen, die wir in Jesaja 5 finden. Und dieser Hausherr, dieser Weinbergbesitzer verreist für eine längere Zeit. Doch bevor er verreist, verpachtet er alles an Weingärtner und er hat die Hoffnung, dass diese Weingärtner seinen Knechten die Frucht mitgeben würden, die dann irgendwann kommen würde. Und er sendet seine Knechte zu ihnen. In dem Vergleich, in dem Bild, das Jesus erzählt, sind das die Propheten, die Gott sendet zu den Leuten. Das Problem ist, dass diese Weingärtner die Knechte alle umbringen. Und zum Schluss schickt dieser Weinbergbesitzer seinen eigenen Sohn und sagt, ihn werden sie nicht umbringen. Doch genau das tun sie. Sie töten den Sohn von diesem Weinbergbesitzer. Und weißt du was? In diesem Bild ist Gott immer noch der Weinbergbesitzer und der Sohn ist Jesus Christus. Und was hier beschrieben wird in Vers 5 und 6, was irgendwie so gefühlt der Tiefpunkt in diesem Lied von Jesaja ist, genau das tun sie Jesus an. Was steht da? So will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüste machen. Das, was der Weinberg hier verdient, weil er keine Frucht bringt, nimmt jetzt der Sohn Gottes auf sich. Er selber wird zur Wüste. Er selber vertrocknet. Er selber stirbt am Kreuz für deine und meine Unfruchtbarkeit. Für das, was wir gebracht haben, nämlich nichts. Das heißt, Jesus stirbt hier und hier werden wir genau in den Kern des Evangeliums reingeführt. Denn zum Glück endet die Geschichte ja da nicht. In Johannes 15, einen Tag bevor Jesus stirbt, an dem Abend davor, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Der Vater ist immer noch der Weingärtner. Aber Jesus ist der wahre Weinstock und er bringt Frucht hervor und ohne ihn kann es keine Frucht geben. So, und jetzt kommen wir zu dem Bild der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Weinberg, aber ohne Jesus gibt es keine Frucht. Und jetzt ist Jesus der wahre Weinstock, der für dich der wahre Weinstock wurde, der für dich die Frucht brachte, der dafür aber für dich zertreten wurde, der dafür bestraft wurde. Obwohl er selber nie was falsch gemacht hat. Er brachte nur Frucht hervor, aber für unsere Fruchtlosigkeit starb er. Und in diesem Bild wird es auf einmal wunderschön, wenn wir jetzt erkennen dürfen, er ist der wahre Weinstock und wir als Gemeinde, die Kinder Gottes zusammen, sind der Weinberg Gottes und er ist unser Weinbergbesitzer, der uns liebevoll umgarnt, der liebevoll seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten, der uns beschützt, der das steinerne Herz und die Steine aus dem Weinberg rausnimmt und uns ein neues Herz schenkt. So ist Gott, so ist der Weinbergbesitzer und so geht er mit seinem Weinberg um. Und verbunden mit Jesus, dem wahren Weinstock, können wir eine richtige Freude haben an dieser wunderschönen Illustration, an dem, was Jesaja uns hier skizziert. Und mit Jesus macht das ganze Bild Sinn. Was für ein wunderbarer Vergleich, den Gott hier gebraucht hat.